Ein Hemdblusenkragen ist die klassische Form für eine Bluse oder ein Hemd. Und wie man den näht, das zeige ich euch jetzt. Dafür fange ich an, dass ich euch erstmal die einzelnen Teile erkläre. Bevor ihr den annäht, sollte euer Vorder- und Rückenteil bereits fertig sein. Das heißt, die Schultern sind geschlossen, die Seitennaht kann übrigens ruhig noch aufbleiben und die vordere Leiste, die ist schon geschlossen. Das ist so ein klassisches Element auch an der Bluse bzw. am Hemd. Dann habt ihr den Steg, den habt ihr zweimal. Und ich habe hier zwei verschiedene Stoffe, damit ich euch zeigen kann, dass ihr einmal den Außensteg habt und einmal den Innensteg. Und auf den Innensteg können wir nachher unser Etikett draufsetzen. Und dann habt ihr zweimal den Kragen. Und den habt ihr einmal für oben und einmal für unten, also der Oberkragen und der Unterkragen. Und der Unterkragen ist immer etwas kleiner als der Oberkragen. Warum das so ist, das zeige ich euch nachher. Anfang tue ich immer mit dem Kragen hier oben und den lege ich erstmal rechts auf rechts. Und jetzt kann einmal hier rundherum diese Naht mit 1 cm geschlossen werden. Steckt euch dafür auch ein paar Stecknadeln. Bevor ihr natürlich anfangt mit den Nähen, solltet ihr euren Kragen erstmal verstärken mit Einlage. Das macht ihr beim Ober- und beim Unterkragen. Und dann könnt ihr starten mit dem Nähen. Natürlich müsst ihr wieder am Anfang und am Ende verriegeln. Im Anschluss kann man auch den Kragen gleich flach steppen. Und das macht man so, dass man das nochmal aufklappt und die Nahtzugaben zeigen jetzt in meinen Unterkragen rein, also der Stoff, der gemustert ist. Das muss ich jetzt unter die Maschine legen und ich muss jetzt hier versuchen, so weit wie möglich nach hinten zu kommen. Und dafür zieht ihr auch hier eure Stofflänge auseinander und achtet, wie gesagt, dass die Nahtzugaben unterm Unterkragen liegen. Und dann verriegelt ihr erstmal und dann näht ihr bis zur anderen Seite. Als nächstes müsst ihr jetzt hier einmal die Kante wegschneiden mit eurer Schere und hier diese ganze Nahtzugabe, dass ihr hier nur noch so 2 mm überstehen lässt.
Jetzt könnt ihr die Ecken einmal umdrehen. Nehmt euch hierfür eine Nadel und holt die jetzt ganz vorsichtig raus. Übrigens, wenn ihr jetzt hier sehr fransige Stoffe habt, dann stellt einfach die Stichlänge an der Stelle auf 1,3. Jetzt können wir den Kragen bügeln. Legt das Teil so auf euch hin, dass der Unterkragen euch anschaut. Und jetzt bügelt ihr erstmal hier die obere Kante. Und zwar so, dass der Oberstoff sich etwa 1 mm auf den Unterkragen umwölbt. Hier an der kürzeren Kante, da müsstet ihr das auch machen. Nur hier müsst ihr das euch ein bisschen schieben. Jetzt seht ihr, dass diese untere Kante, dass die beiden Kanten nicht aneinander stoßen. Das sollte aber trotzdem passieren. Das heißt, legt ihr einfach mal übereinander und steckt ihr euch ein bisschen fest. Jetzt dreht es mal um. Jetzt könnt ihr erkennen, dass der Oberkragen sich so ein bisschen um den Unterkragen herumwölbt. Dadurch liegt der Kragen nachher viel schöner am Hals. Das wird alles natürlich auch dadurch begünstigt, dass ihr hier oben flach gesteppt habt. Und jetzt könnt ihr hier unten erstmal 0,5 cm abnähen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Als nächstes kommen wir zum Steg. Und dafür habe ich hier auch schon mal was vorbereitet. Und zwar der Innensteg, der nachher zu meinem Hals zeigt. Der kann hier unten schon mal 1 cm umgebügelt werden. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt hier euch diese äußere Kurve einmal anzeichnen. Wenn ihr das später näht, dann sieht das auch schöner aus. Macht es auch immer parallel mit der anderen Kurve, dass die gleich aussehen. Dann nehmt ihr euren Ober-Unterkragen und legt den jetzt so auf euren Außensteg an, dass die gleichen Stoffteile aneinander stoßen. Also jetzt liegen die hier quasi rechts auf rechts, also rechte Seite vom Steg, mit dem gleichen Stoff, also von meinem Unterkragen. Der Ober-Unterkragen, der stößt jetzt hier an euren Knips an. Dieser Knips markiert meine vordere Mitte. Der stößt deshalb daran, damit nachher, wenn ihr den Kragen schließt, diese Kanten vom Ober-Unterkragen direkt aneinander stoßen. Das macht ihr auch auf der anderen Seite. Und jetzt könnt ihr euch hier noch ein paar Nadeln einstecken. Und jetzt müssen wir wieder eine Sicherheitsnaht machen. Also wieder hier auf der Naht einfach nochmal rübernähen.
Jetzt könnt ihr gleich euer Vorder- und Rückenteil zur Hand nehmen. Und jetzt können wir auch schon den Steg hier ansetzen. Dafür klappe ich mir meinen Ober- und Unterkragen einmal weg. Ich lege meinen Steg jetzt rechts aufs Vorderteil. Also hier, da ist meine Knopflochleiste und die lege ich jetzt hier rechts auf rechts an. Und zwar so, dass hier 1 cm übersteht. Diese 1 cm brauche ich nachher für meine Nahtzugabe, um den Innensteg noch annähen zu können. Und jetzt stecke ich einmal den ganzen Kragen fest. Jetzt nehmen wir den Kragen hier einmal mit einer Nahtzugabe von 1 cm an. Achtet natürlich darauf, dass ihr da anfangt, wo die Knopfleiste erst beginnt. Als nächstes könnt ihr hier, wo diese Kurve von meinem Vorderteil ist, könnt ihr jetzt hier nochmal so ein paar Mal einschneiden. Das macht man deswegen, damit nachher der Kragen schöner liegt. Macht das ruhig so alle 2 cm. Hinten im Rückenteil macht ihr das hier auch nochmal. Aber nur da, wo die Kurve ist. In dem Fall schneide ich jetzt hier ein. Ihr kennt das natürlich auch mit dem Zurückschneiden. Nur hier braucht man noch diese Nahtzugabe. Die ist noch notwendig für den Innensteg. Würdet ihr jetzt die Nahtzugaben hier wegschneiden und ihr setzt nachher den Innensteg an, dann würden hier wahrscheinlich diese kleinen Pfützeln, die noch übrig bleiben, die ganze Zeit rausrutschen. Und deswegen schneidet einfach nur ein. Wenn ihr fertig eingeschnitten habt, müssen wir das Ganze noch bügeln. Jetzt müssen wir die Nahtzugabe von unserem Steg auch in den Steg einbügeln. Dafür nehme ich mir am besten immer so ein kleines Hilfsmittel. Das kann Ärmelholm sein oder hier so ein Bügelkissen. Das liegt daran, weil ihr jetzt hier sehr viel Stoff habt und wenn ihr das jetzt unten auf eurem Brett bügeln möchtet, dann müsstet ihr viel zu viel schieben, bewegen und ihr könntet da sehr viel schneller irgendwelche Falten einnähen. Ich benutze mal deswegen gerne diese Hilfsmittel, weil wenn ich das unten auf dem Brett mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, hier irgendwelche Falten einzubügeln, sehr viel höher. Okay.
Als nächstes können wir jetzt unser Etikett einnähen. Euer Etikett positioniert ihr in der hinteren Mitte. Dafür habt ihr ja meistens hier oben einen Knips. Den habt ihr, das ist quasi euer Bruch, wenn ihr zuschneidet. Dann könnt ihr jetzt erstmal hier schon mal eine Nadel einstecken. Achtet auch darauf, dass das Etikett etwa mittig von eurem Steg ist. Also hier und hier den gleichen Abstand hat. Und dann könnt ihr hier die Seiten einmal riegeln. Damit habt ihr schon mal eure Bluse markiert. Bevor ihr natürlich den Steg rechts auf rechts legen könnt, müsst ihr erstmal euer Ober-Unterkragen wegklappen. Und jetzt müsst ihr hier Kante an Kante legen, also Rundung auch an Rundung. Und ihr könnt jetzt hier oben erstmal wieder im Knips eine Nadel stecken. Was ihr auch noch machen solltet, ist die, die ihr hier umgebügelt habt, die untere Kante, die klappt ihr auch um. Und zwar so, dass sie hier unten 1 mm übersteht. Also wenn ich jetzt hier umdrehe, dann sieht man hier noch 1 mm das Blau überstehen. Und dann stecke ich mir den gesamten Steg einmal fest. Und jetzt nähe ich den Steg hier einmal 1 cm fest. Positioniert euer Nähgut jetzt so, dass die Nadel hier in diese kleine Ecke direkt einstößt. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Nadel hier hinten schon mal eingestochen. Und so erwische ich auch genau die Ecke. Das kann man auch spüren, indem man so ein bisschen entgegenrutscht und dann halt auf diesen Widerstand stößt. Und jetzt verriegelt ihr erstmal wieder hier am Anfang und näht direkt hier auf eure Rundung, die ihr euch eingezeichnet habt. Um die Rundung rumzukommen, kannst du manchmal dein Füßchen heben und senken. Achte darauf aber immer, dass die Nadel im Nähgut drin steckt. Thank you.
Als nächstes müsst ihr jetzt wieder hier diese Rundung einmal einschneiden. Und was ich auch mache, hier diese Rundung, die schneide ich auch nochmal zurück. Das mache ich deswegen doppelt, damit es einfach schöner liegt. Und dann können wir das auch umstülpen und bügeln. Die andere Seite habe ich natürlich auch eingeschnitten und zurückgeschnitten. Und dann stülpt ihr das einmal um. Das ist immer eine Sache, die ich nur mit meinen Fingern mache. Hier braucht ihr keine Nadeln oder Scheren. Und jetzt könnt ihr einmal hier oben schön bügeln. Auf was ihr jetzt hier achten müsst, wenn ihr das hier oben bügelt, dass ihr jetzt nicht euren Kragen platt bügelt. Das heißt, versucht nur mit der vorderen Spitze von eurem Bügeleisen hier rüber zu bügeln und stellt das bloß nicht hier hin. Ich habe jetzt den Kragen hier von beiden Seiten einmal gebügelt. Und zwar so, dass die Nahtzugaben natürlich nach unten gehen. Und jetzt könnt ihr das Teil einmal drehen und könnt jetzt diese Nahtzugabe hier feststecken. Und zwar so, dass die Nahtzugabe immer etwa 1 bis 2 mm über die Naht rüberlugt. Und jetzt steppen wir den Kragen nochmal ab. Fürs letzte Absteppen legt den Kragen so vor euch hin, dass ihr euch der Unterkragen und der Außensteg anschaut. Und jetzt steppen wir hier einmal ab. Und das zeige ich euch so, dass ihr da hier gar nichts heften müsst. Ihr könnt mit eurem Fingernagel hier einmal langfahren und spürt die untere Nahtzugabe, also die, die hier drunter liegt. Und wenn ihr das jetzt die ganze Strecke über macht, dann geht ihr auch sicher, dass ihr das die ganze Zeit mitfasst. Und das Schöne ist, ihr spürt auch, wie viele Millimeter der hier drüber steht. Also, dass es auch immer schön gleichmäßig bleibt. Hier könnt ihr zwei verschiedene Absteppungsnähte nehmen. Einmal im Schatten der Naht oder knapp daneben. Ich bin immer ein Fan davon, von knapp daneben. Diese Schatten der Naht, das mag ich eigentlich nur bei Stoffen, die ein bisschen poröser sind, wo sich der auch gut reinlegt. Bei so glatten Stoffen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den immer noch sieht, sehr hoch.
Wenn jetzt eine Nadel rankommt, die hier ist, dann zieht ihr einfach mal raus. Wenn ihr jetzt fertig genäht habt, dann dreht es nochmal um und kontrolliert, dass ihr auch wirklich alles mitgefasst habt. Und dann ist euer Kragen fertig. Wenn ich meinen Kragen hier hinlege und umgeklappt habe, dann sieht er jetzt so aus. Der Kragen, der wippt sich hier einmal richtig schön rum. Das haben wir ja natürlich so ordentlich vorbereitet. Und als nächstes könnt ihr jetzt hier unser Knopfloch noch rein. Und hier an einer Leiste werden ja die Knopflöcher eigentlich senkrecht gemacht, außer hier oben. Weil hier senkrecht, dann würden wir ja hier über den Steg kommen. Und deswegen würde jetzt hier unser Knopf so eingesetzt werden, dass er in der vorderen Mitte sitzt, beziehungsweise der Stiel zeigt in den Kragen rein, also in den Steg. Wenn er dann da geschlossen wird, dann klappt der Kragen nachher so schön um. Dann habt ihr einen ordentlichen Hemdblusenkragen. Und wenn ihr jetzt den Kragen so schließt, mit dem Knopfloch natürlich, dann habt ihr einen ordentlichen Hemdblusenkragen. Und es ist doch gar nicht so schwer, wie ihr seht.